Alexei Wassiljewitsch Trichlebow, Andere Welten und vorige Leben. Es gibt verschiedene Schulen, die über den Grund für unser Erscheinen hier auf der Erde sprechen. Nun, zum Beispiel sagen Christen, dass unsere Vorfahren gesündigt haben, wir leiden jetzt hier für sie und so weiter. Andere Schulen sagen, dass die Dämonen unser Leid zehren und die Götter unsere Freuden und was nicht alles gesagt wird. Nun, ich fing an, mir Fragen zu stellen, und zwar, wie ist denn die Welt wirklich aufgebaut? Was ist der Existenzsinn? Und ich habe es geschafft, sehr korrekt die Frage zu formulieren. Und das ist das Wichtigste, nicht wahr? Man muss die Frage richtig formulieren können. Denn wenn wir eine Frage richtig formulieren, ist sie zunächst einmal die Hälfte der Antwort. Und wenn wir selbst diese Frage nicht beantworten können, dann versuchen unsere Götter und Vorfahren in jeder Hinsicht, uns dabei zu helfen. Wenn wir in die feinstoffliche Welt eintreten, brauchen wir ein edles Ziel. Wir brauchen wirklich ein sinnvolles Ziel, nicht etwas aus den Fingern gesaugtes oder eine törichte Idee, die wir zu klären versuchen, sondern ein wirklich lebenswichtiges Ziel wird benötigt. Dort gibt es dann eine Hierarchie von Wesen, das sind sozusagen feinstoffliche Diener, die für unsere Entwicklung verantwortlich sind und uns helfen. Und wenn wir ihnen Fragen stellen und es nicht in ihrer Kompetenz liegt, diese Frage zu beantworten, dann bieten jene die Möglichkeit, in eine höhere Welt zu gelangen. Und wenn eine Person die richtige Frage stellen kann, ist sie auch in höheren Welten gerne willkommen. Und einmal gelang es mir, diese Frage richtig zu formulieren. Und mir wurde jede Unterstützung gegeben. Und ich begann, höher und höher zu steigen, von einer Instanz in die nächste Instanz. Und die Erfahrung in all diesen Welten, naja, das prägt sich wohl am meisten ein. Nun, ich weiß, dass es jetzt zum Beispiel in den Veden Illustrationen gibt, sie zeichnen dort Götter, wie sie aussehen, wie Welten aussehen. Jetzt verstehe ich, was derjenige Künstler gemeint hat, der all diese Welten sah. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand dort zu beschreiben versucht, wie Brahma im Lotus sitzt, ich weiß jetzt, was es bedeutet. Das heißt, wenn ich gebeten würde, die feinstoffliche Erfahrung zu veranschaulichen, wäre ich beim Zeichnen bei derselben Form. Aber in der Tat müsste man dort einen 3D-Film drehen. Dann ist es wahrscheinlicher, dass man das Bild vollständig vermitteln könnte. Denn an sich ist der Lotus nur die Form, die diese Welt hat. Denn ihrer energetischen Struktur nach sehen Welten aus wie Lotusse. Aber wenn sie sich nähern, dann sehen sie, dass dieses Lotus aus einer Vielzahl von unzähligen Welten besteht. Es zerfällt wie ein Fünkchen in Milliarden, in unzähligen Welten. Aber es erscheint alles von Weitem wie ein Lotus, und aus dieser Strahlung erscheint eine Figur. Das ist das Brahman. Aber dies ist ein reell lebendes Wesen, mit dem sie kommunizieren können. Aus großer Entfernung könnte man denken, dass dies eine menschliche Figur ist. Aber ich kann sehen, was es ist, wenn ich mich dem nähere. Das heißt, als ich mich näherte, sah ich, was diese Welten im Kern ausmacht. Und die Gesamtheit der Welten ergibt diese Form. Aber es gibt in den Veden auch die sozusagen universelle Form. Also was ist das? Nun, man muss das erleben. Und diese Welten gibt es wirklich. Und diejenigen, die dort gewesen sind, reden ungefähr über dasselbe. Aber später habe ich auch andere Formen der Gottheiten gesehen. Es gibt zum Beispiel in der christlichen Tradition auch Beschreibungen, zum Beispiel die Beschreibung als Kristallozean oder als Jakobsleiter. Ich weiß jetzt, was das bedeutet. Wenn man selbst diese Leiter hinaufsteigt und selbst in den Ozean blickt und in ihn eintaucht, dann versteht man, was andere beschreiben. Christen beschreiben manchmal Gott mit einem klassischen Bild des Sabaoth. Der Opa dort ist bärtig und sitzt mit einem großen Buch da. In Wirklichkeit sehen viele, was das ist. Jeder in seiner Religion interpretiert das alles anders. Aber das sind echte Wesen, die uns helfen. Und wenn sie mit ihnen direkt kommunizieren, gibt dies wahrscheinlich die allerstärksten Eindrücke. Das ist die Reise in die Anderswelt. Es ist so eine Realität, die ein Leben lang in Erinnerung bleibt und dich danach verändert. Dies ist wahrscheinlich der intensivste Eindruck. Der größte Eindruck aber ist, wenn du in der Praxis die Antwort auf deine Fragen bekommst.
wenn du nicht durch Worte oder durch Gedanken, sondern durch das reale Erleben der Ereignisse die Einsicht bekommst. Und mir wurde die Antwort auf meine Frage gegeben, nämlich in Form einer realen Erfahrung, als ich merkte, dass hier tatsächlich nichts außer mir selbst existiert. Und als ich erfuhr, dass ich und die höheren Gottheiten ein unzertrennlicher Teil sind und dass ich und sie ein und dasselbe sind, und wenn du das Ganze in der Realität erlebst, frei von Spekulationen, so ist dies womöglich die intensivste Erfahrung. Zu meiner Zeit, als ich versuchte, die Unterwelten zu studieren, wurde ich auf einer Tour durch diese Welten auch mitgenommen. Das heißt, ich ging in niedere Welten und in nicht allzu niedere. Das sind alles keine Märchen. Dort findet ebenso Leben wie hier statt. Das Einzige nur, dass es keinen Himmel dort gibt. Kosmische Räume öffnen sich nicht. Aber ja, und natürlich verschiedene dämonische Kreaturen leben dort. Und wenn du erst einmal dort bist, versuchen alle, dich als Anhänger zu gewinnen, motivieren dich, das Lager zu wechseln, bieten dir etwas an, damit du nur etwas nimmst. Sie versuchen dich auch nur irgendwie zu kriegen. Nun, sie interessieren sich hauptsächlich für Shakti, für Energie. Und wenn sie die Seele für sich gewinnen können, so ist es für die der höchste Preis. Aber allem wollen die etwas Eigenes aufzwingen. Sie verstehen, dass du eine Nummer zu groß für sie bist. Auch bin ich in solche Welten gekommen, wo mich die Bewohner zerstückeln und dort lassen wollten. Es gibt nämlich solche Welten, wo Besucher als eigene Beute gesehen werden. Und dann ist es vorbei mit Spaß. Daher sollte man ohne Vorbereitung dort nicht hinreisen. Yama Niyama Asana Pranayama. Nur Schritt für Schritt. Nur dann kann eine sichere Erfahrung garantiert werden. Und wenn eine Person noch nicht ethisch bereit ist, wenn ihre Kanäle nicht gereinigt sind, wenn dort nicht genug Energie vorhanden ist, dann wird er zweifellos in niedere Welten gelangen. Die Reise hängt von der Feinstofflichkeit unserer Energiekörper, Energiehüllen ab. Wenn eine Person ethisch nicht ausreichend gereinigt ist, sinkt sie auf natürliche Weise in niedere Welten. Erst mit ausreichender Reinigung kann man in höhere Sphären gelangen. Aber auch das Energieniveau ist entscheidend, also wie viel Energie der Mensch zur Verfügung hat. Und wenn wir mit Hilfe von Asana und Pranayama Energie angesammelt haben, können wir die Erfahrung machen, für die wir noch nicht im Allgemeinen gereift sind. Es wird uns sozusagen als Vorschuss gewährt. Zum Beispiel, wenn eine Person in die erste Klasse geht, aber bereits Fragen aus der 10. klären möchte, so kann er aus Gnade der Lehrer in die 10. geführt werden und es wird ihm gezeigt, was er später machen wird. Hier gibt es eine Physik- und Chemieklasse und so weiter. Und man wird es ihm zeigen und er schöpft daraus eigene Erfahrung. Dann wird der Erstklässler wissen, dass er in die 10. kommen und diese und jene Aufgabe lösen wird. So kann man es machen. Somit ist es nicht Gesetz, dass wenn du in der ersten bist, du auch nur einfache Aufgaben rechnest. Die Gnade sieht folgendermaßen aus. Man kann dir solche Lektionen zeigen, die du in Zukunft meistern wirst. Aber es muss die notwendige Bedingung gegeben sein, also dass du diese Erfahrung wirklich brauchst und nicht einfach nur aus Neugier danach strebst. Die Antwort muss für dich lebensnotwendig sein. Ebenso brauchst du Beharrlichkeit. Deine Beharrlichkeit muss so stark sein, dass die Götter überzeugt sein müssen von ihr und davon, dass du die Antwort tatsächlich brauchst. Hintergehen kann man die Götter also nicht. Aufrichtigkeit ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Wenn wir aufrichtig wissen möchten, was wir in der 10. Klasse lernen werden, wird es uns gezeigt. Wenn wir aufrichtig wissen wollen, was uns im Jenseits erwartet, dann wird uns das auch gezeigt, obwohl es nicht ganz fair ist. Aber wenn ein Erstklässler aufrichtig sagt, was passiert mit mir im Sterbeprozess und wie verbringe ich meine letzten Lebenstage, so kann ihm gezeigt werden, wie ein Mensch stirbt. Also, wenn man ihm tatsächlich so eine Gnade erweist, dann wird er sagen, aha, lohnt es sich, den richtigen Lebensstil zu führen oder lohnt es sich nicht. Das ist die Gnade der Götter. Sie können dich auch in die Unterwelt führen und zeigen, was dort tatsächlich vor sich geht. Aber in der Regel zeigt man es Menschen nicht, weil es nicht fair ist. Es ist, als würde man mit einem Spickzettel leben. Das heißt, er wird das Richtige tun, weil er befürchten muss, bestraft zu werden. Ich kenne zum Beispiel Kämpfer, die an Kriegen teilgenommen haben, gerade deshalb, weil sie auf Leute schießen wollten. Und dann sind sie einfach auf die Jagd gegangen, wie ein Scharfschütze, auf die Jagd nach Menschen. Sie haben Spaß daran gehabt. Und dann brechen sie plötzlich das alles ab. Sie hören auf die Jagd zu gehen. Sie weigerten sich, weil sie sahen, was mit ihnen dort nach dem Tod passiert.
Und sie sagen zu mir, soll man uns doch jetzt mit einer Flachzange in Teile zerreißen, aber töten wollen wir niemanden mehr. Denn wir wissen jetzt, was die Konsequenzen sind. Es war ihre Aufrichtigkeit, sie waren bereit und man zeigt es ihnen umsonst. Nun, schau, mein Sohn, das ist das Ergebnis, welches du anstrebst. Denn er hat aufrichtig geglaubt, für das Vaterland, für die Gerechtigkeit gekämpft zu haben, wollte aber auch die Schurken abknallen. Aber tatsächlich hat ihn ein negatives Ergebnis erwartet, weil er in Wirklichkeit gefallen hatte am Schießen, unter dem Vorwand des Patriotismus oder etwas anderem. Aber in der Tat hat er gern getötet. Man ließ ihn in die Zukunft blicken. Nun, da er ein aufrichtiger Mensch war, konnte er all das überleben und die richtigen Schlüsse ziehen. Wenn eine Person dazu nicht bereit ist, wird es ihm niemand zeigen. Dies ist ein Spickzettel. Es ist nicht fair. Daher ist die Welt schon sehr gerecht. Nun, der zweite, der längere Weg besteht darin, den vergangenen Tag zu analysieren. Das heißt, Sie müssen sich abends irgendwo in einem ruhigen und stillen Ort hinsetzen, wo Sie niemand stört. Oder kurz vor dem Schlafen gehen und analysieren, wie Sie den Tag gelebt haben. Es geht darum, sich an jede Minute unseres Lebens zu erinnern, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir nach Gewissen hätten handeln sollen. Man muss analysieren und sich vorstellen, dass ich in derselben Situation in Zukunft anders handeln würde. Wenn wir diese Analyse durchführen, kommt die in diesen falschen Situationen verlorene Energie zurück. Dann können wir den gestrigen Tag analysieren, dann den vorgestrigen, den dritten Tag und so Tag für Tag. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr geht es weiter. Und so kannst du zu deiner Geburt gelangen und zu dem, was nach der Geburt mit uns passiert ist. Und dann bekommen wir Energie und Segen, uns an die vorigen Leben zu erinnern. Es gibt einen solchen Weg, das heißt die Analyse und die Rückkehr der verlorenen Energie zu sich selbst. Hier bekommt man nicht durch Asanas oder Pranayamas die Energie, sondern durch Reue. Reue ist eine Bewusstseinsveränderung. Wenn wir jeden Tag analysieren, Schlussfolgerungen ziehen, geben wir diese verlorene Energie an uns zurück. Und mit Hilfe der Energie können wir uns immer weiter vertiefen und bekommen die Fähigkeit, uns an das zu erinnern, was wir vor einem Jahr, vor 10, 20, 30 Jahren und bis hin zu unserer Geburt gemacht haben. Und schlussendlich gelangen wir in die vorige Reinkarnation. Diese Methode gibt es auch. Wenn eine Person für solche Informationen bereit ist, wird sie für ihn geöffnet. Es gehört uns. Das ist unsere Erfahrung. Und niemand hat das Recht, es uns zu nehmen. Daher erinnern wir uns an alles, aber die Erinnerungen sind blockiert, weil es uns schaden kann. Um zum Beispiel karmische Bindungen aufzulösen, treffen wir uns mit unseren Verwandten. Wenn sich jemand jedoch daran erinnert, dass er im vorigen Leben eine schlechte Beziehung hatte zu seinen geliebten Verwandten jetzt. Nun, zum Beispiel, dass sie Henker waren und ihn zu Tode folterten und seine Familie zerstörten. Und jetzt ist er zusammen mit ihnen in eine Familie reinkarniert, um diese karmischen Knoten aufzulösen. Wenn es ihm nun gelingt, eine normale Beziehung nach dieser Erinnerung aufrechtzuerhalten, dann kehrt seine Erinnerung zurück. Dies wird seine Lektion sein. Genauso wie wenn er nicht bereit für diese Lektion ist, so wird auch einem Kind niemand eine Granate geben. Es wird also nicht fair sein. Wenn eine Person bereit ist, wird ihm diese Erinnerung offenbart. Das heißt, jeder von uns wird sich früher oder später an alle seine früheren Reinkarnationen erinnern. Aber erst, wenn wir dazu bereit sind. Und uns wird so viel offenbart, wie wir verkraften können. Das heißt, es gibt Regeln. Der Gott gibt nicht mehr Lektionen, als eine Person aushalten kann. Und wenn er bereit ist für solche Tests, dann wird er auch den Prüfungen unterzogen. Und dies ist ein sehr großer Test der karmischen Bindungen, die gelöst werden müssen. Also geschieht alles auf ehrliche Weise. Niemand nötigt uns. Es ist alles nur zu unserem Wohl. Wenn es keine ethische Grundlage gibt, also Yama und Niyama, dann wird er wiederum Asanas und Pranayamas zur Arbeit mit der äußeren Welt verwenden, was de facto ein Schritt zurück ist. Daher darf man ohne Yama und Niyama Asanas und Pranayamas nicht praktizieren. Wenn wir aber diese Grundlage besitzen, haben wir ein Sicherheitspolster. Und erst danach gehen wir die feinstoffliche Welt erkundigen. Und eben dann wird die schon tatsächliche Erfahrung des Verhaltenskodex in diesen Welten zugänglich. Das heißt, man öffnet uns den Weg dorthin. Und wenn eine Person nicht ethisch entwickelt ist, wer wird sie schon dorthin gehen lassen? Mhm.
Tatsächlich gibt es auch einen anderen Weg. Ich zum Beispiel, so kann man das sagen, habe die Götter und Ahnen erpresst. Ich sagte ihnen, wenn ich mich an das, das und das nicht erinnern werde, dann weigere ich mich zu leben. Denn wenn ich die Wahrheit über diese Frage nicht weiß, warum sollte ich dann leben? Das heißt, man kann mich in das Licht führen. Wo ist die Garantie, dass die Götter mich nicht wie die Dämonen täuschen? Wo ist die Garantie? Aber wenn ich mich daran erinnere, stimme ich weiterhin zu, das Spiel mitzumachen. Und wenn nicht, dann finde ich einen Weg, wie ich meinen physischen Körper, meine Aura, meinen Metall- und Kausalkörper und meine Seele verlasse. Und überhaupt mache ich diese materiellen Spielchen nicht mit. Ich finde schon einen Weg heraus. Ich war mir absolut sicher und meine Entschlossenheit war enorm, weil ich den Sinn wirklich nicht sah. Und solche Argumente sind für die Götter schwerwiegend. Und dann sind sie dran. Wenn ich aber irgendein lächerliches Ziel habe, werden sie sagen, bitte, dann stirb doch. Wie albern ist das denn? Willst du deine Ambitionen oder deine Eitelkeit wiegen? In diesem Fall werden sie nicht helfen. Meine Frage war eben so gestellt, dass ich mit der Antwort den Menschen mehr dienen kann, wenn sie beantwortet würde. Wenn nicht, dann auch nicht. Ich bin ein klardenkender Mensch. Was kann ich anderen beibringen, welche Ratschläge ihnen geben, wenn ich keine Erfahrung, sondern nur Dünkel habe? Dann bin ich nur ein Möchtegern-Yogin. Aber alles nur deswegen, weil ich die Frage richtig formuliert habe. Ich habe mich dann einfach nur an die Erfahrung erinnert, die ich früher hatte. Dies gibt mir jetzt die Gelegenheit, eine Verbindung zum Egregor mit so einer Kraft herzustellen, dass ich weiterhin leben und anderen Wohl schaffen konnte. Das heißt, mein Energiekanal ist im Endeffekt größer geworden. Die Struktur wurde besser und ich konnte seitdem meiner Vorbestimmung noch besser als vorher nachgehen. Deshalb wurde mir der Segen gewährt. Wenn das aber eine alberne Frage ist, die niemandem nützt oder nur dir, dann kommt nichts. Zurzeit helfen die Götter nur denen, die auch anderen helfen. Wenn der Mensch nur auf sich selbst fixiert ist, auf das eigene gute Wohl, wird ihn niemand beachten. Wenn er sich dem Dienst an anderen widmet, wird ihm Hilfe geboten.